Willkommen zurück zu Wimworld. Ja, ich habe überlegt hier, für Palette einen Namen, ne? Mir sind ein paar eingefallen, aber ehrlich gesagt, keiner hat so mega gut zu ihr gepasst. Ich hatte zwar noch einen Namen, wo auch im Nahkampf und so, ne, hat sehr gut gepasst für den Namen, aber naja, sie ist auch schon 48 und so. Oder oh, auf mich auch ein bisschen achten. Und ich dachte eigentlich, ganz ehrlich, Paulette, das passt eigentlich voll zu ihr, oder? Paulette Schmied ist echt so, naja, egal. Aber Paulette, ne? Also irgendwie, der Name ist doch nicht so scheiße. Also, muss ich auch mal dran gewöhnen, ist klar. Aber, nur, ne? Ich glaube, lassen wir so, weil das passt irgendwie zu ihr, finde ich. Und für hier, Gaia hat auch schon einen Namen, aber ich verrate noch nicht. Weil ist ja, er ist doch so ein bisschen kriegerisch drauf, oder? Oder nicht? Charakter? Überhaupt nicht. Ah, oh, sehr belastend. Ja, brauche ich nicht einen anderen Namen für. Aber notfalls kann man da natürlich auch was machen, ne? Verweigert nichts. Eigenschaften hat Arbeiten wunderschön. Rauschmittelinteresse. Okay, dann nehmen wir einen anderen Namen. Ich habe schon einen ausgedacht, aber den nehmen wir dann doch nicht. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Bann, geil, nein. Okay, gut, Leute, weiter geht's. Wir haben einiges vor. Und ja. Die bauen wir erstmal noch nicht ab. Aber wir müssen eh jetzt mal alles ausräumen. Ich würde zuerst erstmal den Essensraum unten hin klatschen, damit wir die ganzen Sachen bauen können. Und ganz wichtig ist so der Plaststall, den will ich jetzt auch noch schnell holen. Na nö. Ja, wenn da schon ein Todesviech liegt, nimmt es so mit, ne? So schafft das ein bisschen mehr Plaststall. Also schafft das, wir kommen da 50 raus. Ich will jetzt, damit wir bitte jetzt machen. Es wird, glaube ich, gerade Nacht da. Egal. Wo ist er denn? Irgendwie hört er nicht, ne? Ja gut, das ist spät abends, ne? Aber trotzdem. Mach das jetzt bitte. Okay, der hat absolut keinen Bock, ne? Okay, dann geht's schlafen. Na gut, nächster Tag. Wer kann der Stromreinschutz nicht, ne? Ich sag's mal so. Inspirierte Anwerber, was? Wurde gerade inspiriert. Sie wird ihren nächsten Gefangenen erfolgreich anwerben, egal wie schwierig es ist. Was? Was? Wie lange hält das? 8 Tage oder so, ne? Machen wir. Okay, geil, haben wir. Nice. Jetzt passt der Name halt nicht mehr. Ich habe eigentlich so einen kriegerischen Namen eher gehabt. Aber er ist halt eher so für auch Handwerk, Landwirtschaft und so. Boah, für Landwirtschaft. Oh. Geil, auf keinen Fall. Er sollte eigentlich, sie, Entschuldigung, mit Ante so ein Kampfteam werden. Weil Skal ist so ein bisschen Nahkampf, klar, aber auch nur hier für drinnen und Nico und Cassandra auch, ich weiß nicht. Passt zwar auch, wobei wir Nico vielleicht noch so das Kampfteam. Aber die anderen brauchen wir halt dringend auch hier drin. So das Triple-Kampfteam, Ante, Nico und Gaia dann in dem Fall, beziehungsweise anderen Namen. Aber, ja, ihr seht ja hier, ne, ich kann schon weiterlaufen lassen, das passt nicht. Boah, ich habe keinen Namen für sie. Kacke. Schwierig. Ich meine, wir könnten trotzdem da sagen, okay, mach das. Kämpf mit. Ob das jetzt so geil ist, weiß ich nicht, weil... Naja. Oh, kochen. Noch einen zweiten Koch, das ist doch geil. Und Landwirtschaft. Neuer Rekrut. Ja, geil. Zum Ausspringen. Hallöche, Geier. Ja, kacke. Ich habe einen Namen für dich extra rausgesucht gehabt, falls das passiert. Problem ist, wir kommen wahrscheinlich erstmal keinen dazu, den ich so benennen kann. Und Paulette ist halt auch nicht so das Kampftier. Nur Nahkampf, was will jemand in den Fernkampf kann. Ich meine, wir können trotzdem da Sachen machen, so ist das nicht. Es passt zwar nicht so gut, aber wir werden sie mit zum Kämpfen nehmen. Ja, ne. Rauschmittelinteresse. Pass auf diesen Mantel, ne? So wie ein Drogendealer, Alter. Also Namen habe ich auch gesagt, Roberta. Das war der Name. Eventuell abgelaufen von der Serie Z-Nation. Aber, naja, eher Anführerin und halt Kämpferin und so. Passt nicht so zu ihr hier. Dennoch würde ich den Namen trotzdem nehmen, weil ich glaube nicht, dass wir nochmal weiteren weiblichen Kämpfer bekommen werden in nächster kürzerer Zeit. Und ich würde gerne mal dann noch ein Kampfteam aufstellen.
Auch im Sinne von Sturmgewehre bauen, Schutzwesten richtig und so richtig mal ausrüsten, weißt du? Und die dann auch um meistens kämpfen lassen und die anderen machen da besser weiter. Mit Begleitung von Geschütztürmen und so ein Zeug halten, ist klar. Landwirtschaft, Kochen. Ich würde sagen, nimm den Namen trotzdem. Wir können nur die Vorname nehmen, ne? Roberta. Ist halt so. Okay, cool. Einstellen. Du kannst einige Sachen. Nice. Lagerkoller, was? Oh, ja. Geh raus, ist alles super. Warte kurz. Aber wir müssen erstmal gucken, was kannst du, was darfst du? Also klar, wir haben gesagt, kochen darfst du auf jeden Fall auch. Da bekommst du eine 1 mit drauf. Da hilfst du Olivia, auch wenn Olivia unser Meisterkoch ist. Wir bekommen eine 2 da drauf. Weil ich glaube, sonst darf keiner kochen, oder? Und auf jeden Fall Landwirtschaft, das ist schon mal klar. Kochen darf sonst, glaube ich, keiner. Brauchst du eine 2 drauf? Wo ist denn hier? Warte mal, Ante ist so einfacher. Gärtner. Feldarbeit hier. Bekommt Roberta eine 1 mit drauf. Das wird dein Ding. Dann Handwerk. Bist du auch recht gut, brauchst du nur eine 2 drauf. Ging auch wie Schneidern und Schmieden nur eine 2. Transport, da bekommst du auch nur eine 2. Das ist nicht in der Hauptarbeit. Reinigen. 3 ist okay. Feuerwehr musst du machen, Patient auch, Bettruhe auch. Pflege auf keinen Fall. Schalten auch. Tierpflege kannst du nicht. Kochen. Ging auch jagen. Kann ich mal eine 2 reinmachen, vielleicht ganz geil. Ja, machen wir gleich. Joa. Nichts zu tun, dass du so reinlegen oder das hier machen. Ansonsten tust du Feldarbeiten und außerhalb von Feldarbeiten machst du halt kochen, jagen. Können Bergbau auf 4 machen. Und Handwerkssachen kommst du auch zwar ganz okay, aber machen wir auf 3. Als Transport auf der 2. Das. Reinlegen. Oh, auf die 4. Gut. Bist du eingestellt und brauchst eine Waffe. Du bist aber auch Schütze und so. Ah, geil, du bekommst eine richtig geile Waffe. Pass mal auf hier. Du bekommst von mir den richtig geilen. Oh, Revolver, warte mal ganz kurz. Revolver macht. Ja. 11 Schaden. Die Pistole macht 9 Schaden. Und andere haben wir leider befällig irgendwie, ne? Das Sturmgewehr ist fertig. Macht ganze. Ja. 7 Schaden. Aber es sind wahrscheinlich einige mehr Schuss. Anschaut, wie viel Schaden macht deine Waffe? Information. Ich möchte nur Informationen zu deiner Waffe haben. Ja. Egal. Nicht egal. Ante, wo bist du? Machst du gerade? Ja, fängt direkt an anzupflanzen. Geil. Ante, Ante hat doch nur eine. Feldarbeit. Oh nein, ist okay. Und die kann mit helfen. So, wo ist Ante? Tu mir bitte mal das Sturmgewehr. Was ist denn schlecht? Das hat 7 Dinger gekostet. Das war voll teuer. Ja, also Spieler können das Sturmgewehr haben. Stopp! Wie viel Schaden machst du? 18 Schaden, aber schießt der langsam, macht bumm, dann lädt er nach, bumm, und andere schießt, macht Doppelschuss, Dreier-Salven. Was ist, wenn der trifft, einzelne Schaden macht oder so, und die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass er trifft. Ist okay, dann würde ich aber sagen, dass dann, Roberta, vor allem, muss er damit auch gut treffen, das kann er, glaube ich, ganz gut, nimmt selbstverständlich dann das Repetiergewehr. Ja, so richtig geile neue Waffe, Alter. Geil, So, mach mal hinter da, ihr müsst Sachen abbauen, das ist ziemlich schnell. Wow, gespeichert, okay. Ante. Hast du immer nicht gemacht? Was ist los? Draußen ist es kalt, ich weiß. Aber nur minus 6 Grad momentan. Das ist doch gerade nicht dein Ernst. Okay, warte kurz. Wer ist denn unser Bergbau hier? Machen wir mal auch der, der das machen soll. Gar keiner. Ah, ist ja ein bisschen belastend. Wer ist denn super im Bergbau? Mal gucken. Ante, wie gut bist du im Bergbau? Bedürfnisse, Charakter. Bergbau hat eine 13. Oliver eine 12? Oh, lol. Aber hier ist unsere Küche und geht nicht. Bergbau gar nicht. Auch nicht.
Ernte bekommt den Bergbau nur 1. Feldarbeiter nur eine 2. Waldarbeit geht auf 3. Ja, eine 1, oder? Ja. Ist gut, da fällt aber 2, aber Nico kommt dann Feldarbeit auch nur. Ach ja, auch eine 2 sein. Und dann wird Roberto eher so mit Feldarbeit beauftragt. Kann ich auch noch ändern. Okay, cool. Geil. Jetzt muss das tun. Weil das ist eine Prio-Aufgabe. So kann man auch Leute zwingen. Lauf und wir drehst um. Stech ab. So, okay. Schafft das einiges, ey. Und scheiße selten das Zeug. Und das beste Material, was es glaube ich so gibt. Wahrscheinlich dann nur so 2 Stücke oder so. Und dann dauert das bitte schön. Okay. Das dauert extrem lange, aber wir warten trotzdem mal. Der Rest wird schon klarkommen. Okay. Boah, Alter, doch, doch, das bitte schön. Nice. 35, Leute. Gut, du machst das schon, ne? Geil, geil. Nice. Freut mich. Ziemlich heftig sogar. Das soll einfach genommen werden, das nur mit Erlaubnis. Ziemlich selten. Alle haben was zu tun, Scarlett nicht. Warum eigentlich nicht? Geht einfach spazieren. Du auch nicht. Warum habt ihr nichts zu tun? Ihr habt doch hier Bergbau ohne Ende. Ihr habt doch auch beide bestimmt im Bergbau eine Aufgabe. Palette nicht. Okay. Scarlett macht es generell nicht. Ihr habt das nichts zu tun. Transport auch nicht. Reinlegen auch nicht. Forschen. Tun wir gerade. Warum tun wir nichts forschen? Ich meine, klar, es geht doch nicht, aber wir können uns halt was anderes forschen. Idiot. Krankenbetten. Das ist eine gute Idee. Forschen. So, mit Anta hat es gar nicht wie was zu tun. Laufrausch. Wer läuft hier durch die Gegend? Anta, ja, geil. Gut. Roberta, du hast nichts zu tun. Warum denn nicht? Was? Nee, hier. Verträgt. Nee, okay, geht. Alles okay noch. Anta baut immer noch ab da oben ganz fleißig. Hat Essen dabei. So muss das, Alter. Der hat schon eine Base. Wo denn? Bin ich angerührt, ne? Wisst ihr klar. Bye. Lass ich sagen, baut dort was, macht ja auch dort nichts. Gut. Brauchen wir noch Stoff, aber auch keine Ahnung, wie der herstellt. Du kannst mal gucken hier bei der Nähmaschine oder so. Kann man auch Stoff herstellen? Nee, doof. Na gut. Hier ist nur Steinmetz, da geht ja logischerweise auch nichts, ne? Da ist halt auch doof alles ein bisschen. Marmorblöcke, Mechanikerwerkbank, Schmieder. Na gut, was hier noch besser werden, damit er bessere Sachen herstellt. Und hier können wir natürlich auch richtig gerade einen Scheiß bauen, aber wir haben halt keine Materialien dafür momentan. Ich glaube, das ist hier Kevlarhemd. 2 Bauteile, 5 Plastteile sogar. Okay, krass. Haben wir den Auftrag gehauen? Gut. Ja, cool. Nice. Hätten so Glück gehabt, dass wir Roberta rekrutieren konnten, ne? Da fuck. Okay. Geil. Unser Strom, Alter. Ich sehe es gerade, oder? Wir haben ein richtiges Stromproblem langsam. Was für unsere Kühlung gar nicht geil ist. Wir müssten was in den Strom setzen, früher oder später. Und eher früher, leider. Mann, oh. 3 davon, 2 davon. Ich meine, Windturbinen sind eigentlich ganz geil, ne? Vor allem kosten die nur 2 statt 3. Was bringt denn mehr Strom eigentlich? Warte mal jetzt kurz. Produktivität, wo steht das denn hier? Hä? Ich blind? Haltbarkeit 150. Aufbau waren 55, Attraktivität ist klar, Brennbarkeit. Gewicht. Marktwert. Steht ja bei wie viel die herstellen? Das ist ja belastend. Wir müssen aber eine Windturbine bauen, da wollen wir nur noch. Oh, unser Bau. Wir können keine Baustelle momentan ausgeben. Es geht einfach nicht. Wir müssen noch sparen. Es war auch Nacht, vielleicht reicht's ja. Wir müssen abwarten. So, nice. Gut, wir müssen jetzt echt was bauen, Leute.
Das heißt, wir werden uns jetzt mal hier placen. Kurz überlegen. Wir brauchen ein Krankenhaus, ja? Ich würde das doppelt so groß wie das hier machen erstmal. Wobei es mit so betrieben ist. Bis hier oder so. Ja. Können wir hier die Küche dran placen? Presse auf keinen Fall, dazu wenig Platz. Befehle. Achso, ich will das für das okay. Ich weiß gerade gar nicht genau, Leute, wie machen wir das denn hier? Stahlwand. Wie viel sind das hier? 5, 6, 7, eigentlich. Mal, Bett. Warte mal, Bett 1, 2, 3, 4, 5er Durchgang. 1, 2, Bett. Leider an die Wand. Ja. Ne? Wir könnten aber rein theoretisch auch noch, was ganz sinnvoll wäre, hier noch einen Durchgangfeuer machen. Weil muss das so groß sein? Ich bin gerade nochmal. Zweierbett, drei Durchgang, Zweierbett reicht auch eigentlich, oder? Heizung dazwischen. Mach hier die Wand hin. Ja, ne? Reicht. Oder? Ja, nö. Ich meine, ein Dreier Durchgang ist da eigentlich. Kann man es mich so machen? Also hier schalte ich abbrechen. So. Oh, hier ist ein Dreier Durchgang. 1, 2, 3. Dann komme ich hier in unser Essensraum rein. Ja, finde ich gut. Oh, warte mal kurz, das ist doof. Und hier müssen wir eh halt abreißen, scheiße. Erstmal so, dass wir noch Deckung haben, falls jemand angreifen sollte jetzt. Wäre sehr ungeil. Ging auch, dann können wir das erweitern, das machen wir erstmal noch nicht. Erstens zu weit ist logischerweise. Und wenn wir auch voll im Zimmer haben, um den Boden auszubauen, wegen Infektionsgefahr. Wir haben für die doch gar kein Zimmer, ne? Laufrausch, wie denn jetzt schon wieder? Nico, nice. Könnte das erstmal umbauen hier als, oder? Ja, kein Gefangenenzimmer. Da müssen wir ja Palette wieder schon schlafen, auch wenn es eigentlich so ein scheiß Gefühl ist, in dem Bett zu schlafen, wo ich gefangen genommen wurde. Aber hey, dafür jetzt einen schönen Raum. Ist okay. Was ist doch eigentlich da oben? Egal. So, nice. Baut weiter ab. Sieht echt wie ein Plastall aus. Die wird gleich weiter abgebaut. Alter. Weiß schon, dass das recht wichtig ist, dass du dich hier oben abbaust. Auch wenn es Ewigkeiten dauert und es scheiße kalt draußen ist. Danke. Wir machen Strom immer mehr Minus, ne? Das müssen wir echt noch was abschalten oder so. Gut. Das war einfach ein Forschen. Brauchen wir aber gerade keinen. Ne, brauchen wir keinen Super. Doch, brauchen halt Hightech-Reportage, ne? Okay. Transportkapsel, was ist das denn hier? Dienen nur Personen und vorher schon über weite Strecken. Okay, ganz geil. Was ist denn los? Was mit Turit? Da, nice. Überlassen das doch erstmal da, wird er wohl nicht drin sein. Man könnte aber. Machen wir es immer cool, aber holen wir uns jetzt nicht schon mal keine Zeit für. So, dann können wir hier unseren Essensraum jetzt schon mal reinbauen. Da können wir schon mal Wände ziehen. Oder unsere Küche eher gesagt, unsere neue. Die kommt definitiv dahin. Und nicht allzu weit weg. Er hat ein Nahrungsmittel. Oh. Wie geht's denn dir? Willst du überleben? Ja. Kannst du vielleicht? Kannst du nicht. Also wenn, ne, ich würde sagen. Leute, die Füchse schnell schlachten. Nein, lieber nicht. So. Wir brauchen eine Küche. Ja. Wie groß machen wir die denn? So? Kann ja eigentlich schon ordentlich sein, ne? Scarlett auch? Was ist hier denn da alles, Leute? Oh, Scarlett! Ey! Kannst du, Olivia, kannst du diesen Scarlett helfen? Auch oh, nicht, muss er sich in den Kranken legen. Wo kommen wir schon hin? Die werden das überleben, hoffe ich. Oder habe ich die neue Küche rein? Die Frage ist nur, wie groß machen wir den Raum? So hier?
Reicht doch, oder? Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ort 1 kleiner oder 1 größer? Ich weiß gar nicht, in die Küche kommt da sonst eigentlich nichts rein. Da kommen wir eigentlich nur hier Schlachterwerkbank und sowas rein, oder? Muss schnell nachschauen. Wir haben einen Schlachter. Schlachterbank. Und ein Herd. Mehr gibt's doch nicht, oder? Noch ein bisschen kleiner noch. Moment. So. Nice. Gut, da kommt dann die neue Küche. Wäre jetzt ein bisschen Angriff oder so, das wäre echt ungeil. Wobei wir ja an noch geschützt sind. Stahl haben wir noch 2000, Alter, voll geil. Flaschlampen, nur nicht viel mehr. Schade. Egal. Boah, Italien ist so schlimm und bald wieder einen Angriff wahrscheinlich. Hatte ich gerade gesagt, Angriff?